spannst die Welt als rund und alles lenkst mit Kraft und Rat. Komm, weise uns dir Klugheit Pfad. Freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. O Adonai, du Stab, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Thank you.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Christnacht. Die vier Glockengeläute unserer vier Kirchengemeinden haben Sie eingeladen und nun sind Sie dabei am Bildschirm. Die Lichter hier in der St. Johanneskirche sind angezündet. Lasst uns die Ankunft dieses Lichtes in der Dunkelheit feiern. Feiern, indem wir hören und bedenken, was uns die Weihnachtsbotschaft zu sagen hat, indem wir beten und miteinander in den Lobgesang einstimmen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bau. Träg Gottes Sohn voll Gnade, des Vaters ewigs Bau. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heiliggeist der Mast. Der Anker haft auf Erde, da ist das Schiff an Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht in ihrem Gang die Mitte erreichte, fuhr dein allmächtiges Wort vom Himmel herab, vom königlichen Thron. So hören wir im Buch der Weisheit. Daher gilt, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, eines Herrn aber, der als kleiner, hilfloser Mensch im Stall zu Bethlehem zur Welt kam, um der Welt zu helfen. Und der auch jetzt bei uns ist, um uns Frieden zu schenken, um uns zu trösten und zu stärken und um Licht zu bringen mitten hinein in das Dunkel unserer Welt. Die Freude über die guten Absichten Gottes hat bereits viele Menschen vor uns bewegt, so auch den Beter oder die Beterin des 96. Psalmes, einem Jubellied auf Gott und sein Heil. Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam diesen Psalm zu sprechen, den wir jetzt im Wechsel sprechen. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil.
erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen die Bäume im Walde. Vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Gott kommt zu seinen Menschen. Er kommt auch zu uns. Weil das so ist, können wir einstimmen in den Lobgesang der Engel und zu seiner Ehre singen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, führe uns durch diese Christnacht, dass wir deiner Gegenwart inne werden, dass wir deinen Gedanken näher kommen, dass wir deinen Willen spüren. Herr, unser Gott, lass Jesus Christus in uns lebendig und wirksam sein. Amen. Wann hat die Macht der Dunkelheit ein Ende? Wann sehen wir endlich ein Licht? Wann bricht endlich der Friede aus? Der Prophet Jesaja weiß davon. Hören wir aus dem Anfang des 9. Kapitels. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Und im Kapitel 11 weissagt der Prophet, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
Es ist ein Reis hervorgegangen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel hat Frucht gebracht. Gott wurde Mensch. Jesus kam zur Welt. Wir hören nun die Geschichte von der Geburt des Christuskindes Jesus im Stall von Bethlehem, wie sie uns vom Evangelisten Lukas überliefert ist. Nach den einzelnen Leseabschnitten wollen wir miteinander singen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, in ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde an den Fernsehgeräten oder am Computer zu Hause, es hätte so schön sein können. Es hätte so schön sein können. Trotz der Einschränkungen, unter denen wir nun schon wieder seit Anfang Mitte November leben und zu leiden haben, hatten wir in der St. Johanneskirche hier in Buchholz eine schöne Aktion geplant. Zu einer offenen Weihnachtskirche wollten wir einladen, alle die, die kommen wollten, weil sie kommen konnten oder weil ihnen die Erfahrung der Geburt Christi doch so wichtig gewesen wäre, dass sie es hätten wagen wollen, wagen müssen, einen Blick in die offene Kirche und auf die Krippe zu werfen, um etwas mitzunehmen oder herzubringen, was wie ein Geschenk an das Christuskind hätte sein können, um hernach selbst beschenkt wieder nach Hause zu gehen. An 9 interaktiven Stationen hätten wir etwas spüren und mitnehmen können von dem Zauber und der Verheißung der Geburt Christi. Mein ganz persönlicher Weihnachtsschmuck, mein Schmuckstück für das Christuskind. So oder so ähnlich etwa hätte eine Station geheißen und es hätte die Möglichkeit bestanden, dieses Schmuckstück an unseren Weihnachtsbaum vor der Kirche zu hängen und man hätte sich vielleicht an die 3 Weisen aus dem Morgenland erinnert gefühlt und man wäre selbst zu einem von diesen geworden, das schöne Jesaja-Wort im Ohr. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. An unserem Weihnachtsbaum hier in der Kirche wäre die Erinnerung an diese Verheißung dann vielleicht zu einem Friedenswunsch für alle Menschen, die einem nahestehen, oder auch für alle Menschen hier in Buchholz, in ganz Deutschland oder sogar in der ganzen Welt geworden.
Sie hätten also Blüten getragen und hätten sich anschließend vielleicht in dem ganz persönlichen Weihnachtswort niedergeschlagen, das man später selbst auf einen Kieselstein hätte schreiben können und den man dann in die Krippenszene hätte hineinlegen können, bevor er oder sie die Kirche mit einem persönlich zugesprochenen Weihnachtssegen und dem Lied auf den Lippen, das sie am Ausgang zum Abspielen auf dem Handy und zum Mitsingen erhalten hätten, die Kirche wieder verlassen hätte. Ja, es hätte so schön sein können. Doch stattdessen nun das einsame Weihnachten zu Hause. Die nüchterne und in diesem Fall schmerzhafte Realität eines Weihnachten ganz ohne Glanz, ganz ohne Romantik und Idylle war in diesem Jahr einfach viel stärker gewesen. Von Anfang an stärker als unsere Sehnsucht, als unsere Liebe, als unsere Hoffnungen auf Gemeinschaft und Umarmung unserer Lieben. Doch so ganz fremd ist das den Ereignissen, an die wir zu Weihnachten erinnert werden, denn doch nicht. Denn zu Weihnachten wird eben nicht nur erzählt, was sich zu der Zeit des Kaisers Augustus begab und was sich mit der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem erfüllt hat, mit den Hirten als ersten Zeugen. Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge, sondern Weihnachten ist immer auch ein zugleich ernüchterndes Fest, zeugt es doch in allen Facetten seiner Erzählungen von einer kalten und unwirtlichen Welt, in der Schutzsuchende zurückgewiesen und Hoffnungsträger, kaum dass sie geboren worden sind, zugleich von staatlicher Gewalt verfolgt und mit dem Tode bedroht werden. So gesehen ist Weihnachten gar nicht nur romantische Stimmung und Idylle. Besonders die Weihnachtsgeschichte, wie Matthäus sie erzählt, ist ein Paradestück einer von allen romantischen und idyllischen Gefühlen befreiten Erzählung. In ihr werden wir Zeugen einer äußerst schwierigen, einer durch und durch heiklen Situation. Hören wir die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns der Evangelist Matthäus im ersten Kapitel erzählt. Dies ist die Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm ein Engel im Traum. Ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, wir haben es gehört, nicht in den Stall nach Bethlehem, nicht zu den Hirten, nicht zu den himmlischen Heerscharen und auch nicht zu den Königen und nicht zu Maria führt uns diese Geschichte, sondern in die Kammer eines jungen Handwerkers in dem Provinznest Nazareth. Einem Handwerker, der mit sich und seiner Verlobten und vielleicht auch mit den gesellschaftlichen Umständen, unter denen das alles geschah, oder vielleicht sogar mit Gott im Unreinen ist und hadert. Denn damit kam er nicht klar, als Maria ihm sagte, dass sie schwanger ist. Sicher hat sie gerungen, gestottert, vielleicht geweint, alles getan, dass er trotzdem zu ihr halten möge, aber Josef war mit der Situation überfordert.
Maria selbst wird noch jung gewesen sein. Es war normal, dass Eltern für ihre jugendlichen Töchter mit 13 oder 14 Jahren einen Mann suchten und sich mit dessen Eltern einigten. Viele Frauen bekamen so mit 15 Jahren ihr erstes Kind. Aber wer war der Vater dieses Kindes? Er, Josef, war es jedenfalls nicht. Josef war ein gesetzestreuer Jude, der sich an Gottes Gebote und an die Sitten seines Volkes hielt. Und was Maria getan hatte, das war nun mal Ehebruch nach den Geboten, den Sitten und Gebräuchen. Sie waren verlobt und die Verlobung war damals bereits ein öffentlich wirksamer Rechtsakt, der mit einem Vertrag abgeschlossen wurde. Nur die Hochzeit fehlte noch. Aber rechtlich waren Josef und Maria schon gebunden. Ehebrecherinnen konnten gesteinigt werden. Was Maria getan hatte, das konnte mit dem Tod bestraft werden. Sie konnte gesteinigt werden, doch selbst wenn das nicht geschehen würde, ihre Ehe wäre von Anbeginn an schwer belastet gewesen. Die Leute würden spotten, sein Ruf wäre dahin und mit diesem sozialen Druck hätte Josef leben müssen, wobei völlig unklar war, ob er sein Vertrauen zu Maria jemals wieder hätte aufbauen können. Das also ist die ganz und gar unromantische Situation, in die Matthäus uns führt, in die Situation einer von den Eltern arrangierten Ehe, einer Kinderehe noch dazu, in die Situation eines Vertrauensbruchs und der lebensbedrohlichen Gefährdung einer Jugendlichen, eines Teenagers durch das Zivilrecht. Vielleicht hätte ich Sie, liebe Gemeinde, gleich zu Beginn warnen sollen. Essen Sie schnell noch gemütlich ein paar Pfefferkuchen und etwas Christstollen. Trinken Sie noch schnell gemütlich ein Glas Wein, denn jetzt, hier und heute ist damit Schluss. Von der Nüchternheit des Lebens wird zu berichten sein, nicht von einer zauberhaften, stillen und heiligen Nacht. Doch es geht um mehr. Matthäus rückt nämlich mit dieser ganz und gar unromantischen Erzählung zugleich auch das ins Zentrum, wofür der Mann aus Nazareth, um dessen Geburt es hier geht, später als Person stehen wird. Jesus selbst wird später zum Botschafter und Träger der Liebe Gottes zu den Menschen. Und die Geschichte von seinem rechtmäßigen Vater Josef erzählt, dass er von Anfang an und auch in den ganz und gar irdischen Bezügen, unter denen er aufwachsen wird, ein Kind der Liebe ist. Aber der Ausdruck Kind der Liebe verweist hier ausdrücklich nicht auf die geschlechtliche Vereinigung zweier Menschen, aber dieser Punkt wird bei Matthäus ja sogar über die Maßen betont und bedarf hier deshalb keiner weiteren Vertiefung. 2009 veröffentlichte der französische Philosoph Alain Badiou ein Buch unter dem Titel Lob der Liebe. In diesem Buch findet sich ein Verständnis von Liebe, das mich in seiner Nüchternheit sehr beeindruckt hat und bis heute beeindruckt. Dieses Verständnis hilft auf eine überraschende Weise zu verstehen, warum das, was uns Matthäus von Josef und seinem Ringen wie auch von seinen Entscheidungen erzählt, ganz und gar auf die Spur der Liebe führt. Dabei wendet sich Badiou zugleich gegen ein heute weit verbreitetes Verständnis von Liebe, das er interessanterweise auf die gleiche Stufe wie jenes der arrangierten Ehen stellt. Die von den Eltern arrangierten Ehe ist die Situation, in der sich Josef zu Beginn unserer Erzählung befindet. Mit Liebe hatten solche Ehen eher nichts zu tun und haben es bis heute nicht. Wir sind es jedoch gewohnt, an dieser Stelle sofort auf andere Kulturen zu zeigen, statt auf unsere eigenen zu schauen und bemerken dabei nur selten, dass sich mitten in Europa längst wieder ein Verständnis von Ehe und Partnerschaft breit gemacht hat, das dem gleichen Grundbedürfnis folgt, wie er es bei arrangierten Ehen der Fall ist, nämlich dem Bedürfnis nach Sicherheit, nach absoluter Sicherheit. 2009 startete die französische Partnervermittlungswebsite Mythique eine umfangreiche Werbekampagne. Auf großen Plakaten konnte man Slogans lesen wie Liebe ohne Zufall, man kann verliebt sein, ohne der Liebe zu verfallen. Oder es ist ganz leicht, verliebt zu sein, ohne zu leiden.
Damit verbreitete Mythik ein Konzept von Beziehung, das heute allgegenwärtig zu sein scheint. Lässt man sich heutzutage auf eine Beziehung ein, dann möglichst ohne ein Risiko einzugehen. Man bleibt bei sich und sucht im anderen vor allem die Bestätigung seiner selbst. Für Badiou ist diese Vollkaskoversicherung der Liebe, wie er es nennt, eine der zwei großen Bedrohungen der Liebe. Der Bedrohung nämlich durch das Sicherheitsdenken, das nicht weit von einer arrangierten Ehe entfernt ist, in der sich Josef befindet. In der heutigen Welt ist es eine weit verbreitete Überzeugung, dass jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt, so schreibt Alain Badiou. Aber die Liebe ist der Gegenbeweis. In der Liebe geht das Subjekt über seinen Narzissmus hinaus. Josef, der Mann, dem wir uns zu Weihnachten eigentlich noch nie so eingehend gewidmet haben, ist einer, der diesen Weg über sich selbst hinaus findet und uns so zugleich mitnimmt in eine Wirklichkeit, die uns alle angeht. Seine Entscheidung, so provinziell sie auch scheinen mag, hat eine universelle Bedeutung, weil sie auf eine ganz und gar neue und überraschende Weise die Wirklichkeit Gottes aufscheinen lässt. Sein erster Impuls freilich scheint dem gerade zu widersprechen. Nach der Einwilligung in die arrangierte Ehe und beim Auftauchen der ersten Herausforderungen und Probleme beschließt Josef, dass die einzige Rettung sowohl für ihn als auch für seine Verlobte nur darin bestehen kann, sich klammheimlich aus dem Staub zu machen und so beiden die Schande zu ersparen. Aber dieser Schritt, so egoistisch er auf den ersten Blick erscheint, ist in Wahrheit bereits Teil der Ereignisse, die zu dem komplexen Gebilde der Liebe gehören. Manch Ehemann damals oder ein Verlobter, der sich treu enthalten und gewartet hatte und seine Verlobte schwanger fand, mancher Mann hätte den ersten Stein selbst genommen, geschrien, zugeschlagen. Die Prügelstrafe gegen Frauen stand damals schließlich nicht unter Strafe. Das wäre zu erwarten gewesen und das wäre ganz im Sinne der Ehekonstruktion ohne Liebe gewesen, in der sich Josef ja bereits befand. Aber stattdessen geschieht etwas ganz anderes. Zum ersten Mal in seinem Leben, jedenfalls in seinem Leben mit Maria, nimmt Josef wahr, dass das Arrangement der Eltern, die grundlegende Tatsache, dass es sich hier um zwei ganz verschiedene Menschen handelt, jeder mit seinen eigenen Besonderheiten und Prägungen und Handlungskonzepten eben nicht einfach aus der Welt schaffen konnte. So sehr vielleicht, dass der Wunsch dieses auf Sicherheit setzenden Konzeptes gewesen sein mag. Und damit tritt etwas ins Leben des Josef, ohne dass es Liebe gar nicht geben kann. In den Worten des Philosophen Alain Badiou lässt es sich so formulieren. Die Liebe hat zuerst mit einer Unterscheidung oder einer Trennung zu tun, die der schlichte Unterschied zwischen zwei Personen mit ihrer unendlichen Subjektivität sein kann. Und er fügt fast, als sei das gerade im Blick auf unsere Geschichte aus dem Matthäusevangelium bezogen hinzu, die Trennung ist in der Mehrzahl der Fälle die sexuelle Differenz. Wichtig an der Realisierung dieser Trennung ist, dass Josef bewusst wird, dass es sich trotz Verlobung und bevorstehender Ehe nicht einfach um eine neue Einheit handelt. An ihrer Stelle tritt die unüberbrückbare Wirklichkeit von zwei verschiedenen Menschen. Anders gesagt, sie haben in der Liebe ein erstes Element, nämlich die Unterscheidung, eine Trennung, einen Unterschied, eine Zwei. Die Liebe behandelt zuerst eine Zwei. So drückt das Alain Badiou aus und so wird es Realität in der Welt des Josef. Doch in der Liebe geht es letztendlich immer um die Erkundung der Wahrheit. Was ist die Welt, wenn man sie zu zweit und nicht alleine erfährt? Was ist das für eine Welt, die ausgehend vom Unterschied und nicht von der Identität erforscht, praktiziert und gelebt wird? Für Alain Badiou bedeutet dieser Umstand aber auch,
dass die Welt nun noch einmal ganz neu und ganz anders entsteht. Eben aus der Perspektive der Zwei. Darum fügt er diesem Gedanken noch den Satz hinzu: Die Liebe ist immer die Möglichkeit, bei der Geburt der Welt dabei zu sein. In unserer Erzählung aber geschieht nun etwas ganz Wunderbares. So sehr die Konventionen der damaligen Zeit versuchten, den Mann Josef auf das allgemein akzeptierte Muster seiner Zeit festzulegen, Josef befreit sich davon. Denn er ist nun in der Lage, Maria, dem anderen Menschen Maria, der für ihn vielleicht viel zu jungen Maria, wirklich zu begegnen. Diese Begegnung, das Ereignis dieser Begegnung ist etwas, das nach den unmittelbaren Gesetzen jener Zeit, ja nach den Gesetzen dieser Welt überhaupt, eigentlich weder vorhersehbar noch berechenbar ist. Dass Mann und Frau in ihrer Verschiedenheit und trotz ihrer Unterschiedenheit einander wirklich begegnen, das war nicht vorgesehen und schon gar keine Bedingung für eine Verlobung oder Ehe. Das Unvorhersehbare und eben nicht Berechenbare dieser Begegnung, das erzählt uns Matthäus als Erscheinung eines Engels im Traum. Ausgehend von diesem Ereignis aber kann die Liebe beginnen und einsetzen. Und auch mit der Erzählung des unvorhersehbaren Ereignisses dieser Begegnung erzählt uns Matthäus ein Element von Liebe, das zugleich zu unserem Leben gehört, so sehr sich unsere Gesetze, Sitten und Gebräuche von denen der damaligen Welt unterscheiden. Denn auf eine solche Begegnung kann man sich einfach grundsätzlich nicht vorbereiten, so sehr uns das Vermittlungsplattformen wie Mythik versuchen einzureden. Die Liebe beginnt mit einer Überraschung, die Überraschung der Liebe selbst. Der interessanteste Punkt aber und natürlich zugleich der Höhepunkt der Erzählung von Josef ist das, was aus der unvorhersehbaren Begegnung folgt. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Josef gibt also der dauerhaften Entdeckung der Welt aus der Perspektive der Zwei nun endgültig den Vorrang. Und auch damit erzählt uns Matthäus einen bis in die Tiefen der Liebe reichenden Schritt, denn eine Liebe, so schreibt auch Badiou, ist vor allem eine dauerhafte Konstruktion. Wenn man es beim ersten Hindernis bleiben lässt, bei den ersten Problemen, dann ist es nur eine Entstellung der Liebe. Eine wahrhafte Liebe ist jene, die dauerhaft, manchmal schwierig über die Hindernisse triumphiert, die der Raum, die Welt und die Zeit ihr in den Weg stellen. Unter Dauer sollte man allerdings weniger verstehen, dass die Liebe dauert, dass man sich immer oder auf ewig liebt, sondern dass die Liebe eine ganz andere Art erfinden, im Leben zu überdauern. Sicherlich ist die Liebe auch das Begehren zu dauern, aber mehr noch ist sie das Begehren einer unbekannten Dauer. Denn jeder weiß, dass die Liebe eine Neuerfindung des Lebens ist. Der französische Dichter Mallarmé sah das Gedicht als Wort um Wort besiegten Zufall. Und in der Liebe, so Badiou, bezeichnet die Treue diesen langen Sieg, den Tag für Tag in der Erfüllung, in der Erfindung einer Dauer, in der Geburt der Welt besiegten Zufall der Begegnung. In gewissem Sinne erklärt sich ja jede Liebe für ewig. Das ist in der Liebeserklärung enthalten. Das ganze Problem ist aber, diese Ewigkeit danach in der Zeit zu verwirklichen. Denn im Grunde ist das die Liebe, eine Erklärung der Ewigkeit. Eine Erklärung der Ewigkeit, die sich in der Zeit verwirklichen oder entfalten muss, so gut sie kann. Ein Hinabsteigen der Ewigkeit in die Zeit. Also bleibt die Liebe eine Macht, eine subjektive Macht, eine der wenigen Erfahrungen, bei denen man ausgehend von einem Zufall, der im Augenblick eingeschrieben ist, eine Ewigkeitsbehauptung wagt. Doch man kann weder wissen, was dieses immer bedeuten soll, noch welche Dauer es haben wird.
Liebe Gemeinde, die Geschichte des Zimmermanns Josef ist ein ganz und gar unbedeutendes, singuläres Ereignis irgendwo am Rande der Welt in der römischen Provinz in Nazareth. Aber in seiner Bedeutung ist sie zugleich und in Wirklichkeit ein radikales Ereignis des Lebens. Ein radikales Ereignis des Lebens überhaupt. Was dort im Kleinen geschieht, die Geburt der Liebe in der Entscheidung des Josef, bei seiner Verlobten Maria zu bleiben, trägt zu einer Hartnäckigkeit und in seiner Dauer eine ganz und gar universelle Bedeutung in sich, deren Zeuge wir heute in diesem Gottesdienst sein durften. Dieses Universelle der Liebe, liebe Gemeinde, kommt zum Beispiel auch in dem wunderschönen Gedicht von Rainer Kunze zum Ausdruck, das ich deshalb so gern bei Ansprachen anlässlich von Trauungen verwende und mit dem ich diesen Gottesdienst und diese Predigt heute beschließen möchte. Es heißt Rudern 2. Rudern 2, ein Boot, die eine kundig der Sterne, der andere kundig der Stürme. Wird die eine führen durch die Sterne, wird der andere führen durch die Stürme. Und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein. Und man möchte noch hinzufügen, aber vermutlich wissen Sie das, denn blau ist die Farbe der Treue. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere sich so aufgeklärt gebende Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Heute am Heiligabend ist bestimmt für Brot für die Welt. Kindern Zukunft schenken, lautet das Motto der 62. Aktion Brot für die Welt. Weltweit müssen 152 Millionen Kinder arbeiten, damit sie und ihre Familien überleben können. Kinder sollen aber zur Schule gehen und lernen dürfen. Ihre Kollekte hilft Brot für die Welt und seinen Partnern, das zu ermöglichen. Wir unterstützen mit unseren Kirchengemeinden und dem Kirchenkreis Hittfeld dieses Projekt vom Feld auf die Schulbank für Kinder und Jugendliche auf der Insel Negros, Philippinen. Dort schuften tausende Minderjährige auf Zuckerrohrplantagen. Ein Projekt ermöglicht ihnen,
in die Schule zu gehen. Ihre Spende hilft. Sie können sich an der Kollekte beteiligen über PayPal. Die Zugangsadresse ist eingeblendet. Oder über die Konten Ihrer Kirchengemeinde, die Sie auf den Homepages Ihrer Gemeinde finden. Gott segne Geber und Gaben. Amen. Wir wollen diesen Gottesdienst beschließen mit einem Fürbittgebet, das uns zu dem gemeinsamen Gebet der Christenheit, dem Vaterunser, führt. Ich bitte Sie, auch gern zu Hause sich dazu zu erheben. Großer Gott, du hast die Erde gebildet und die Berge geformt und suchst dir eine Zuflucht in einer Krippe. Gott, du lässt die Sterne singen und das Meer aufbrüllen, und doch ist dir nichts lieber als der Gesang armer Hirten. Der du alles umfasst und in dir birgst und doch kein Haus hast auf Erden, der du uns rufst in vielen Sprachen, vor allem in der Sprache der Stille, und uns doch oft ein Fremdling bleibst, der du das Licht der Welt bist und doch in der tiefsten Nacht erschienen bist. Auf dich warten wir, auf dich hoffen wir, nach dir sehnen wir uns, dass du kommst, mitten hinein in unser Leben und uns verwandelst, damit aus Enttäuschung Hoffnung werde, aus Angst Zuversicht, damit aus Müdigkeit Lebensfrische werde, aus Sattheit Dankbarkeit, damit aus Stolz Menschenfreundlichkeit werde, aus Dünkel Barmherzigkeit. Komm zu uns in Häuser und unsere Herzen, nimm Wohnung bei uns und dann bleibe bei uns heute und alle Tage. Mit all diesen Bitten kommen wir zu dir, und wir fassen sie nun mit unserem Dank zusammen in dem Gebet, das Jesus selbst seine Jünger und Jüngerinnen lehrte, dem Vater unser. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Schwestern und Brüder, geht nun in diese heilige Nacht im Namen des lebendigen, fürsorgenden Gottes, der sich uns selbst als Mitmensch geschenkt hat. Geht hin, um euch allem entgegenzustellen, was das Leben von Kindern, Frauen und Männern erniedrigt und beleidigt. Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir einander haben. Geht hin, um das neue Leben aus der Geburt des Kindes zu feiern, in dem Gott sich unterscheidbar gemacht hat von uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.